hat uns gezeigt, dass Krisen so früh wie möglich bekämpft werden müssen. Doch die Politik kommt seit Jahrzehnten nicht ihrer Verantwortung nach und schon jetzt sterben Menschen an Folgen der Klimakrise. Trotzdem wird in deutschen Kohlekraftwerken noch immer Blutkohle aus Kolumbien und Sibirien verfeuert. Blutkohle bedeutet, dass bei der Gewinnung durch niedrige Sicherheitsstandards viele Verletzte und Tote anfallen. Und auch weitere Dörfer werden für Tagebauanlagen abgebaggert, deren energiewirtschaftliche Notwendigkeit hoch umstritten ist. Vor einigen Wochen hat unsere Bundesregierung ein neues Gesetz beschlossen, das sogenannte Kohleausstiegsgesetz. Wenn man genauer hinsieht, wirkt es aber jedoch eher wie ein Kohleeinstiegsgesetz. Demnach darf in Deutschland bis 2038 Kohle verbrannt werden. Das beweist, dass unsere Regierung der Reichtum einiger weniger viel wichtiger ist als die Klimaerwärmung und die darauffolgende globale Zerstörung. Mit dem Kohleausstiegsgesetz versagt Deutschland endgültig, das Pariser Klimaabkommen einzuhalten. Hier wurde uns versprochen, dass alles Mögliche getan werden soll, um die Klimaerwärmung auf 1,5 Grad zu beschränken. Um das einzuhalten, müssten die Forderungen von Fridays for Future aber befolgt werden. Mit der Rückendeckung von rund 27.000 WissenschaftlerInnen allein im deutschsprachigen Raum hat Fridays for Future Forderungen ausgearbeitet. Diese beinhalten unter anderem einen Kohleausstieg bis 2025 und dadurch 2035 klimaneutral zu sein. Diese Forderungen sind ein starker Kontrast zu der Linie, die unsere Regierung fährt. Dennoch hilft es nicht, sich den schwarzen Peter hin und her zu schieben. Die Frage ist auch, was kann ich tun? Nun, das ist relativ simpel. Wie meine Mutter schon sagte, Kleinvieh macht auch Mist. Wenn jeder von uns zum Beispiel sich beim nächsten Shoppingausflug fragt, brauche ich diese Hose, diese Jacke, diese neue Tasche wirklich? Oder sollte ich lieber die 20 Hosen, Jacken und Taschen, die ich noch zu Hause rumflattern habe, die ich vielleicht noch gar nicht angehabt habe oder erst einmal, erstmal auftragen? Oder von wem werde ich mit Strom versorgt? Ist das regionaler Ökostrom? Ich kann für Sylt sagen, unser Sylter Strom ist Ökostrom, aber leider nicht regional, der kommt aus Skandinavien. Obwohl wir hier so viele Windkraftanlagen haben, die teilweise abgeschaltet werden, weil so viel Strom da ist und man die nicht benutzen kann. Und da frage ich mich, wieso aus Skandinavien importieren? Und natürlich ist das Thema Essen auch noch eine große Sache, wozu uns Joy jetzt weiteres erläutert. Hallo, mein Name ist Joy und ich habe die Ortsgruppe Vegans for Future gegründet und wir sind Teil der großen Fridays for Futures Bewegung und machen die Zusammenhänge zwischen Klimakatastrophe, Umweltzerstörung und kommerzieller Tierhaltung bekannt. Einmal zur Grundlage, wir haben 30 Milliarden Nutztiere, wenn man sie denn so nennen möchte, die wir tagtäglich ernähren und 8 Milliarden Menschen auf der Welt, die wir nicht schaffen zu ernähren. Dabei verfolgen wir doch alle das Ziel, unsere Erde zu schützen und versuchen, unseren CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Kommerzielle Tierhaltung beansprucht alleine 45% der weltweiten Landmasse, ein Drittel der Weltfrischwasserreserven und ist für 70% der Rodung im Amazonas verantwortlich. Darüber hinaus verursacht die kommerzielle Tierhaltung mehr Treibhausemissionen als der gesamte Verkehr weltweit. Dies sind nur einige Aspekte. Die Liste könnte ich jetzt noch stundenlang weiterführen, aber das sind schon mal die gravierendsten Zahlen. Alleine mit einer pflanzlichen Ernährung reduzierst du deinen CO2-Fußabdruck um bis zu 50%, sparst 92% vom Wasser ein und 95% der Landmasse. Das sind Zahlen. Ein Beispiel habe ich dazu. Ein Rindfleischburger, der entspricht 3000 Liter Wasser. Das ist ungefähr die Wassermenge, die man für 2 Monate tägliches Duschen benutzt. Wenn wir also uns als Ziel setzen, Wasser zu sparen und dann einen großen Aufwand in Kauf nehmen, um jetzt nur jeden zweiten Tag zu duschen und so weiter, ist das ja alles schön und gut, aber der Effekt, den ich erziele, im Vergleich zu ich esse einen Burger am Abend, ist natürlich verschwindend gering. Es liegt daher auf der Hand, dass Klimaschutz auch auf unseren Tellern beginnt. Die Effektivität der pflanzlichen Ernährung für den Klimaschutz ist so hoch und einfach noch dazu.
Es war noch nie so leicht wie heutzutage, sich pflanzlich zu ernähren. Die Welt benötigt nicht eine Handvoll perfekte Veganer und Veganerinnen. Die Welt benötigt unzählige, unvollkommene Veganerinnen und Veganer, die unseren Planeten mit all seinen Mitgeschöpfen jeden Tag schützen und ihr Bestes geben. Also lass uns die Welt zu einem besseren Ort machen. Für Menschen, Tiere und Umwelt. Go Vegan für eine klimafreundliche Agrar- und Ernährungswende. Erstmal damit an, das Auto zu Hause zu lassen und mit dem Rad zum Flughafen zu fahren, um uns und der Umwelt etwas Gutes zu tun. Schluss mit der Subvention des Flughafens Sylt. Derzeit wird jeder Fluggast mit rund 10 Euro durch Mittel der Inselgemeinden bezuschusst. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Diese Mittel von rund 1 Million Euro pro Jahr sollten in die Attraktivierung des öffentlichen Nahverkehrs auf der Insel gesteckt werden. Es gibt auch eine gute Nachricht. Vor ein paar Tagen hat Airbus angekündigt, dass er ist schon dabei, drei klimaneutrale Flugzeuge macht, die mit Wasserstoff betrieben werden, die dann 2038 in Betrieb gehen sollen. Das geht für Mittel- und Kurzstreckenflieger. Also das ist doch mal etwas, finde ich. Super. So, und jetzt fahren wir wieder zurück zum Rathaus. Thank you.
wahrscheinlich mitbekommen habt, ist vor kurzem das völlig überfüllte Lager Moria abgebrannt. 13.000 Menschen haben alles verloren, was zwar kein Zuhause, aber ihre einzige Unterkunft war. Europa diskutiert und redet, wohin mit den 13.000 Flüchtlingen. Kriegsflüchtlingen. Seit 2015 können wir keine merkliche Besserung in der Flüchtlingspolitik sehen. Das sollte sich aber schnellstens ändern, denn wir reden hier von 13.000. Mensch, Greenpeace berichtet, 200 Millionen Klimaflüchtlinge drohen in den nächsten 30 Jahren, wenn sich der menschengemachte Klimawandel so wie bis jetzt fortsetzt. Wie sollen diese Menschen in der Not geholfen werden, wenn 13.000 Menschen Europa schon überfordert?